Weiter geht's in Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst oder beziehungsweise mit der Zwergenfee. Ja, ich weiß, ich hänge ein bisschen zurück mit der Geschichte. Ich hänge ein bisschen hinterher, so würde ich eigentlich sagen. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Elimar. In der Alola-Region wirst du immer wieder mal auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solcher Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf der Inselmannschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du es verstanden? Dann sieh jetzt zu und bestaune die Zauberkräfte von Captain Elimar. Magie! Ja, und der Helfer öffnet das Tor. So viel zur Magie. Voilà! Und schon ist deine Welt ein bisschen größer geworden. Hier auf Mele bin ich die einzige Captain. Sprich, es gibt hier auch nur eine Prüfung. Du solltest dem Inselkönig Hanna Bescheid sagen, dass du die Prüfung hier gemeistert hast. Da kommt schon der Professor Kukui, wie wir es aus Pokémon Sonne kennen. Alles wie gewohnt. Der wird uns bestimmt jetzt was zu sagen haben. Wahrscheinlich über die Steine hier, die wir gesammelt haben bei der Prüfung. Die Steine, Mehrzahl, nein, den Stein. Oh, Zwergenfee! Elimars Gesicht nachzuurteilen. Hast du deine erste Prüfung wohl bestanden? Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's, Ich erkläre dir jetzt in meiner schönsten Säusestimme die Zed-Kraft. Wähle zunächst einen Zed-Kristall in deiner Zed-Kristalltasche aus. Wende diesen Zed-Kristall als nächstes auf ein passendes Pokémon an. Der ausgewählte Zed-Kristall zeigt Wirkung, wenn deine Pokémon Attacken desselben Typs hat. Gibst du deinem Pokémon einen Zed-Kristall zum Tragen, kann es im Kampf die Zed-Kraft einsetzen. Im Krampf die Zed-Kraft einsetzen. Übler Versprecher. Die Säusestimme will einstellen. Zed-Kraft. Zed-Kristalle werden übrigens nicht verbraucht. Du kannst sie beliebig oft einsetzen. Und so spricht Professor Kukui nicht. Nein. Schau mir gut zu. Jetzt präsentiert er es. In einem Pokémon-Kampf gegen einen Vulcano. Die gibt's hier auf der Route. Wow. Hätte ich nicht gedacht. So, da haben wir das Wuffels und das Vulcano. Also das Wuffels des Professors und das wilde Vulcano, das dort im Feld steht. Er setzt die Zed-Kraft ein. Er demonstriert uns Hyper-Sprungangriff. Ja, das wird wohl die Attacke sein, die normal Pokémon einsetzen können. So in etwa. Wofür füllt sich in Zed-Kraft? Ja, wir kennen doch schon, wie es ist. Wir haben doch Pokémon Sonne gespielt. Hey, Power! Sprintangriff! Des Todes! Naja, so des Todes ist es gar nicht. Vielleicht am Anfang noch, aber später nicht wirklich. Ja, hier ist es wirklich des Todes. Vulcano besiegt! Vulcano des Todes! Puh, durch die Zed-Kraft überträgt der Trainer seine Gefühle und Gedanken auf seine Pokémon. Und das laugt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Ist das alles, was Ihnen auf den Herzen liegt, Professor? Oh, Schreck, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich habe Lilly auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du sie mir bitte suchen gehen, Zwergenfee? Ich werde auch nachsehen, wo sie vielleicht spaziert sein könnte. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nach ihr suchen. Kukui, das ist falsch. Wir sind hier in keinem Horrorspiel. Das ist kein Horrorspiel. Wir müssen also zusammenbleiben. Nur in Horrorspielen teilt man sich auf. Das hat man doch gelernt. Das ist
Nur ein Horrorspiel. Wenn es richtig gruselig wird und es richtig gefährlich wird, dann teilt man sich auf. Aber nicht in solchen Pokémon Ultramond spielen. Nein. Da muss man zusammenbleiben. Nur ein Horrorspiel. Nur in Horrorspielen darf man das. Ja, wie gesagt, ich hänge ein bisschen hinterher. Ich bin halt erst hier. Ein paar Let's Player-Kollegen. Was heißt Kollegen? Ja, sind schon ein bisschen größer als ich. Ich sehe YouTube sowieso als großes Kollegium an. Sollte nicht anders sein. Und wie gesagt, andere Kollegen sind schon sehr, sehr weit. Die sind schon bedeutend weiter, aber ja, dadurch, dass ich auch 3 Tage lang keine Parts gebracht habe und jetzt noch hinten dran einen Tag ausgesetzt habe, ja, haben wir sozusagen irgendwie ein bisschen Verschub. Also ich bin eigentlich auch relativ drauf und dran, auf dem Stand zu bleiben und das wirklich auch durchzuziehen. Jetzt mache ich auch fast täglich Parts von Pokémon Ultramond. Ich will ja auch mal erleben, dass mal Zeiten kommen, in denen Neuerungen hier massiv auftreten. Ich habe mich mal, by the way, mal ein bisschen informiert. Es soll so ungefähr ab der Hälfte mal wieder vorangehen und Neuigkeiten geben in Sachen Ultramond. Und das heißt Neuerungen, nicht Neuigkeiten. Ja, auf gut Deutsch so ungefähr die Hälfte, das ist dann ungefähr, ich schätze mal so Part 25, Part 30. Da ist noch ein bisschen hin, aber ja, bis dahin werden wir uns mit kleinen Zwischenneuerungen erfreuen können, dürfen, müssen. Ist ja recht Level 14. So, da haben wir auch das herumschwirrende Habitat besiegt. Hack, Attack. Okay, halt, das musste ich noch machen. Na, hätte ich fast vergessen. Alle Pokémon des Teams, die Typ normal sind, haben jetzt einen kleinen Normium-Stein bekommen. Den Stein, den wir in der Prüfung bekommen haben. Überraschung für mich. Also, ich wusste nicht, dass so viel normal in meinem Team ist. Ist wie Lea und Ben. Die sind alle drei normal, sind alle vom Typ normal. Ja, sieht man mal. So ausgeglichen ist mein Team gar nicht. Außer Hoodie, das ist noch Team Pflanze. Ansonsten, zum Millimeter Blumenmeer, dem Tanzparadies für Koriogel. Koriogel heißt das, glaube ich, ja. Und ich wette mit euch um ein Kasten Limo, das jetzt hier in dieser Höhle, die Lilly auf uns wartet. Na gut, komm, diese Wette ist geklaut. Ja gut. Wer gut ist, weiß, von wem es geklaut ist. Ja. Ich verstecke immer gerne Sachen in meinen Parts, die von anderen YouTubern zitatweise geklaut sind. Geklaut, ja, Zitate sind ja nicht geklaut. Ich kann ja zitieren. Ja, komm, ich muss zitieren, dann Zitat, Anführungszeichen oben, Let's Play Markus. Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, komm, darf man doch, oder? Darf man das? Schreibt es in die Kommentare, darf man das? Genau so. Darf man das? Darf man einfach andere YouTuber zitieren? Ich mach's ja nicht nur. Ach komm, lass den Text. Nee, will was sagen. Wölkchen. Was machst du denn? Komm zurück. Ah, Zwergenfee. Wölkchen ist schon wieder einfach aus seiner Tasche gehüpft und weggeflitzt. Weggeflitzt. Genau so. Weggeflitzt. Was will es überhaupt in dieser Höhle? Wir haben doch gerade erst dieses schlimme Erlebnis auf der Brücke überstanden. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Ja. Und wollte gerade ein bisschen machtebäuerisch einbauen in den Part. Ich rede ja allgemein immer auf
Wie ist die Sprache? Hochdeutsch. Das normale Deutsch, was jeder spricht. Außer die Bayern. Ja, aber die Bayern sind ja nicht in Deutschland. Das ist ja ein Extraland. Also, zumindest von der Sprache her. Was gibt es Besseres als IP-Bonbons, um sein Team zu trainieren? Und da meldet er sich wieder. Steht zu Diensten. Oh, das ist neu. Eine Pokémon erhält ihn jetzt im Kampf sehr. Deine Pokémon erhält ihn jetzt im Kampf mehr Erfahrungspunkte. Im Pokémon-Kampf, was das wohl sein mein. Blablabla. Ich kann heute nicht mehr sprechen. Was das wohl sein mag. Verdammt. Joa. Für die Leute, die sich jetzt wieder beschweren mögen. Ich würde irgendwelche YouTuber kopieren. Liebe Grüße an die Leute. Ah, kopiere ich die nicht, da ich die Qualitäts... Wie nennt man das? Qualitätsstandards von denen definitiv nicht erreiche. Also, um sie zu kopieren, müsste ich schon irgendwie, ja, zumindest auch qualitativ irgendwie an die ranreichen. Versteht ihr, was ich meine? Da kann ich denen nicht das Wasser reichen. Und B. Ich will niemanden kopieren. Ich mag die YouTuber auch. Die ich zitiere, die, weil ich ein Fan von denen bin. Und weil ich von deren Let's Play-Weise angeregt bin. Angeregt klingt falsch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich finde das schön, wie die moderieren. Deshalb, ja. Kann man sich durchaus ja gut fühlen, oder wie soll ich das ausdrücken, ja, Flabby irgendwie so ähnlich. Dem sind wir noch nicht begegnet, ist klar, doch im Pokémon Sonne sind wir dem begegnet. Das hatten wir sogar im Team, glaube ich zumindest, oder? Den hatten wir im Team, ja, hatten wir im Team, oder? Hatten wir es im Team? Bin mir gar nicht mehr sicher. Hatten wir das Flabby im Team? Wenn nicht, müssten wir uns mal fangen. Ich guck mal nach. Ich muss mal nach diesem Part nachgucken. Wenn wir es nicht im Team hatten, dann, na, dann hole ich mir das unbedingt. Und jetzt müssen wir erstmal das Pokémon suchen. Das Wölkchen. Das liebe Pokémon von Lilly. Ich bin mir sicher, das hatten wir im Team. Bestimmt, wir hatten doch hier irgendwas im Blumenmeer gefangen. Da gab es doch ein Pokémon, das wir hier uns geholt haben. Ist ja auch schon ein Jahr her, dass ich Pokémon Sonne gespielt habe. Deshalb, so sicher bin ich mir gar nicht mehr. Wo ist denn das Wölkchen hier? Ich habe es verloren. Wo ist es hin? Wo versteckst du dich, Wölkchen? Mach dich. Koriogel. Wild erscheint. Okay, das ist ein bisschen anders. Ist das die Weiterentwicklung oder was? Kommt mir bekannt vor. Ich würde sagen, das hatten wir im Team. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das im Team hatten. Ja, wie gesagt, ich guck mal nach diesem Part. Schaue ich mir das rein. Ja, okay. Wenn ich das schon mal im Team hatte in Pokémon Sonne, dann will ich das natürlich diesmal nicht wieder ins Team nehmen. Wo bist du denn? Du, Wölkchen, piep einmal. Es piept nicht. Ist das hier drüben oder was? Nö, hier bin ich wieder. Da, okay. Lilly, ich muss leider aufgeben. Ich weiß nicht, wo dein Pokémon ist. Warte, Zwergvieh, lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Okay, danke. Danke dafür. Das ist so, ja, eine nette Geste, aber ich finde dein Wölkchen nicht. Hab für Wölkchen immer eine Menge Tränke dabei. Weißt du, was anders bleibt mir nicht übrig? Ich bin ja ein Trainer. Ich bin ja kein Trainer. Ach Mensch, wo versteckst du dich, Wölkchen? Wölkchen, Wölkchen, komm her, ich brauch dich. Lisum. Aber wo ist Wölkchen, wo ist Wölkchen? Okay, Meereshöhle. Fluchtseil. Okay, was ist hier los? Neues. Ein Botrugel, das hatten wir auf keinen Fall im Team. Ist auch, glaube ich, nicht vom Typ normal. Also, könnten wir es mal fangen? Ja, wir werden das Team sowieso noch mal umstellen.
Sogar verschiedene Male werden wir es umstellen. Du musst entkommen. Und mein Team lebt nicht nur normal. Da ist doch Wölkchen. Was hast du denn? Oha! Wenn das nicht neu ist, klar ist das neu. Du hast alles getan, um uns zu entkommen. Aber jetzt haben wir dich. Mirin, sei so gut und finde heraus, wie stark dieses Anoneranin ist. Wir sollten uns ein Bild davon machen, wie effektiv die Pokebälle sind, die wir den richtigen Exemplaren nachgefunden haben. Immerhin haben die Alola damit bereits erfolgreich Pokémon gefangen. Wird sofort erledigt, Kommandant. Kampf gegen das Team. Ultraforscherin. Oh, Ultraforscher sind das also. Na, das sieht sehr utopisch aus. Armäßig sieht das aus. Wenn das kein Ultraball ist, der legendäre Ultraball, von dem ich in Pokémon Sonne nichts mitbekommen habe, den es in Pokémon Ultra, Quatsch, den es in Pokémon Sonne aber gegeben haben soll. Tja, einmal Selbstkraft vielleicht mit Hyper Sprint Angriff. Können wir jetzt mal ausprobieren hier gegen das Käufwaff. Hier mal diese Attacke einsetzen hier. Da haben wir schon den Move hier. Zack, zack, zack und volle Power auf Izzy. Das kleine Mädchen hier hüllt sich in Selbstkraft. Nimmt all seine Kraft zusammen und all ihre Kraft zusammen und setzt Hyper Sprint Angriff an. Einsetzt es nicht an. Attacke! Volle Möhre auf das Käufwaff! Naja, okay. Ich hatte mir schon ein bisschen mehr erwartet von der Z-Attacke, aber gut. Versuchen wir es mal mit Schmarotzer. Das ist auch gut. Das hat sich bewährt in den letzten Kämpfen. Schmarotzer! Dann schmarotz mal ordentlich hier. Okay, ziemlich zäh das Pokémon von den Ultraforschern. Ja, okay. Schnabel. Hau dem Käufer auf den Schnabel. Das hat gar keinen Schnabel. Umklammerung. So, okay, das bringt nicht sehr viel. Also, wir haben herausgefunden, Schmarotzer bringt am meisten. Also setzen wir nochmal Schmarotzer ein. Sofern das Käufer auf uns es einsetzen lässt. Nein, es lässt uns nicht einsetzen. Lässt es nicht zu. Dann würde ich sagen, Lea, versuch du mal gegen das Kühlfach zu kämpfen. Streng dich an, Lea. So, einmal Mogelhieb. Das soll doch auch effektiv sein. Laut Beschreibung soll das effektiv sein. Oha, okay, so effektiv war es auch nicht. Vielleicht tut's Biss. Kulleraugen. Ja, schön und gut. Aber Biss wird es tun. Nein, wird es nicht. Schade. Ah. Vielleicht wird es Kratzer tun. Das wäre die letzte Attacke, die Mauzi zu bieten hat, die Lea hier im Angebot hat. Kratzer. Okay, das geht sehr langsam, sehr zäh. Aber es geht. Okay. Okay, das Käufer ist deutlich stärker als Lea. Das war fast zu erwarten. Kopfnuss. Und Lea ist am Boden. Lea ist Game Over. Lea ist K.O. Wie wär's denn mit unserem Starter-Pokémon? Kann das irgendwas ausrichten hier? Liebe Grüße von mir. Kann das irgendwas anrichten? Wie wär's mit Rasierblatt? Wie wäre das eine effektive Attacke gegen das Käufer? Na komm, Rasierblatt. Zeig es den Käufer. Noch ein paar KP hat er. Wie wäre es mit Blattwerk? Könnte man damit etwas anrichten? Könnte man damit das Käufer besiegen? Könnte man damit den Kampf, dem Kampf ein Ende bereiten? Hoodie erhält ein paar Erfahrungspunkte und ich kann nicht mehr reden. Aber ich Level 16. Dürfte doch bald eine Entwicklung kriegen, oder? Mit Level 16? Könnte eine Entwicklung sein. So eine andere Attacke durch Unheilböen ersetzt werden. Oha, Unheilböen? War das nicht das, was Giratina konnte in Pokémon Platin? Unheilböen, dein Ernst? Alter, jetzt schon mit Level 16? Was ist hier los?
Schnabel oder Stauner vergessen. Ich würde Erstauner vergessen, weil Erstauner ist auch den Typgeist. Da haben wir Unheilböen erlernt. Unheilböen ist doch eine legendäre Attacke. Das ist doch Girantinas Attacke, oder? Täusche ich mich da? Kratzfurie. Natürlich, Kratzfurie. Für Ben unbedingt. Kratzfurie erlernt. Ben kommt selten zum Einsatz. Fällt mir gerade auf. Gemeinsam mit Pokémon zu kämpfen, für unser für uns ein vollkommen neuartiges Konzept. Zwergenfee gewinnt 156 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen das Ultra-Forschungsteam oder zumindest die Ultra-Forscherin hervor. Aha, so läuft ein Pokémon-Kampf also ab. Na gut, solange ein starker Trainer wie du auf Cosmog aufpasst, brauchen wir es nicht in Gewahrsam zu nehmen. Ich schätze, dann brauchen wir uns auch nicht um das andere Mädchen zu kümmern. Eins solltest du dir allerdings merken. Cosmog kann sich in Gefahrensituationen an einen anderen Ort teleportieren. Es ist nicht auszuschließen, dass durch die Pforte, die es dabei erzeugt, gefährliche Lebewesen nach Alola gelangen. Alola. Die Wirkung der Rotom-Kraft ist abgeklungen. Okay. Und nun können wir das aufsammeln. Piu! Der fragt sich, was hier los ist. Das kleine Würkchen. Du bist mir vielleicht eins. Piu! Danke, Zwergfee. Und deinem Bautz sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Ich habe da einmal etwas Interessantes in einem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Kyogre je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Piu! Jetzt aber schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Nur weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du doch nicht so herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen. Der Professor macht sich sicher Sorgen. Gesucht. Aber das Piu, das ist eindeutig legendär von mir. Das habe ich mir sehr gut ausgedacht. Ich habe mal bei anderen nachgeguckt. Ich glaube, keiner macht dazu. Lass mal ein Patent drauf anmelden. Nee, das wird nichts. Nein. Patent will ich darauf nicht anmelden, aber war schon eine gute Idee, in Pokémon-Sonne das mal zu machen. Hat mir auch Spaß gemacht. Das ist nice. Das macht mir auch mal Spaß, das zu machen. Für mich klingt das so. Hey, Zwergenfee. Ach so, das Teil. Hey, Zwergenfee. Oh, Lenny ist auch mit dir unterwegs. Und was machst du denn hier, Tali? Achso, das war schon wieder. Ich war zu durchgepiut. Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, Zwergfee. Ich will herausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Und zwar genau jetzt. Natürlich. Jetzt. Nee, ist klar. Na gut. Drei Pokémon hat er. Na komm. Lass uns kämpfen. Los. Nein, den Kampf werden wir hier noch schaffen. Izzy, du bist bereit. Kämpfer mit Schmarotzer. Z-Kraft müssen wir nicht bestimmt, müssen wir jetzt noch nicht unbedingt einsetzen. Ah, die Kulleraugen, die kenne ich doch irgendwo her. Hatten wir auch schon mal hier in diesem Part. Schmarotzer. Oh, das ist gut. Das ist effektiv. Kann man einsetzen. Lohnt sich mal, das zu benutzen. So, immer schmarotzen. Weiter schön schmarotzen. Vielleicht das Rubal mal tot schmarotzen. Dann macht er so. Das ist sehr effektiv. Ja, das von dem war sehr effektiv. So, immer schmarotzen. Schmari, schmarotzen. So, Rubal besiegt. Nice. Da waren es nur noch zwei hier. Ich habe aber auch nur drei Teammitglieder. Sollte sich mal ändern. Weiter kämpfen. FM. Okay.
FM. Das heißt tatsächlich FM. Na gut. Ein sehr kreativer Pokémon-Name. FM. Aber ich glaube, das gab es schon in Pokémon Sonne. Das haben wir schon in Pokémon Sonne gesehen. Also so unbekannt sollte das gar nicht sein. Welche Attacke nehmen wir denn? Wie wär's mit Schmarotzer? Psywelle wäre vielleicht auch gegangen, aber ja, wie so eine andere Attacke nehmen, wo man die ganze Zeit mit Schmarotzer rumschmarotzen kann. Oder es hält sich selbst, aber nicht sehr doll. Also, los, Schmarotzer! Ist verwirrt, was? Ja, man kann trotzdem angreifen. Man kann verwirrt sein und trotzdem handeln. Man ist dann eventuell ein bisschen durch den Wind und greift nicht ganz mit voller Power ein, aber handeln kann man trotzdem. Pikachu! Wo ist ein Pikachu? Wo kann ich mir ein Pikachu fangen? Ich habe hier noch keinen Pikachu gesehen. Sagt mir, wo ich ein Pikachu finden kann. Ich brauche ein Pikachu. Unbedingt. Also, wenn es ein Pokémon hier sein muss, dann ein Pikachu. Also, generell ein Pokémon. Muss ja ein Pikachu sein. Also, ist ja wohl das Pokémon. Also, ja, damit. Hoch zu Dieb. So. Natürlich bin ich paralysiert und kann nicht angreifen. Okay, das kann bei Paralyse schon physikalisch möglich sein, aber ja, bei Verwirrung bestimmt nicht. Garantiert nicht. Joa, wie wär's mit Hoodie? Hoodie, kämpf du mal. Wieso hast du dich eigentlich noch nicht entwickelt? Mit Level 16 hättest du dich doch entwickeln sollen, oder? Ich habe von dir mehr erwartet. Ich habe von dir eine Entwicklung erwartet zur nächsten Art, zur nächsten Sorte hier. Besiegt mit Rasierblatt. Unheilböden haben wir noch nicht eingesetzt. Das machen wir dann mit der Entwicklung. Lehrreich Level 13. Aufwärts geht's hier mit dem Team. Level 14 für Ben. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne gezeigt, was mit den Pokémon sonst noch alles drauf haben. 42 gewinnst, 240 Pokémon und sind aus dem Kampf gegen Tagi hervor und ich kann nicht mehr sprechen. Deshalb beenden wir mal diesen Part bitte hier. Sofort hier an dieser Stelle, nach diesem Dialog, man wird Zeit, dass ich Schluss mache. Wir haben beide diesen Herrscher besiegt, Zwangfi, wir sind also ziemlich stark. Ich bin ziemlich stark. Du hast gerade gegen mich verloren. Also, Tali, wenn ich so weitermache, gewinne ich auch irgendwann gegen Opi. Ha, ich wusste doch, dass ich auf dich zählen kann, Zwangfi. Danke, dass du Lilly gefunden hast. Und dir gratuliere ich natürlich zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stapel gelassen, nicht wahr? Klar, das habe ich dir zu verdanken, Rumpel. Sicher reibt sich Haller jetzt vor Freude auch schon die Hände, haha. Wie meinen Sie das? Naja, es gehört auch zu der nächsten Prüfung. Wer die Prüfung kleine Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Naja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt? Echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen. Nichts wie auf nach Lilly. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Auf nach Lilly. Die Stadt mit viel zu vielen I's. So, und ich beende diesen Part an dieser Stelle sofort jetzt hier. Einmal speichern. Und gespeichert. Im nächsten Part geht's hier weiter. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ansonsten habt einen angenehmen, fröstlichen Tag und haut drinne. Ihr habt euch wohl. Ciao, ciao.